Eine Regel. Es gibt eine einzige Regel. Versuche nicht zu lachen. Denn wenn du lachst, wenn du nur ein kleines bisschen dann hast du verloren. Deswegen setzt euch hin, Leute. Reißt euch zusammen und macht alles. Nur nicht lachen. Und damit, yo, what's poppin', Leute? Herzlich willkommen mal wieder zu dem kreativsten, einzigartigsten Format auf ganz YouTube. Noch niemand hat irgend so etwas gemacht. Heute gibt's mal wieder eine neue Episode von Versuche nicht zu lachen. Ihr habt es euch alle so unglaublich sehr gewünscht und habt mir wieder einige Clips eingeschickt. Wenn ihr mir irgendwas schicken wollt, schreiben wollt, wie auch immer, folgt mir auf Instagram, da bin ich immer zu erreichen. Wir werden uns jetzt gleich zusammen ein paar Clips anschauen. Wenn ihr gelacht habt, müsst ihr in die Kommentare schreiben, haha, ich hab gelacht. Und wenn ihr nicht lacht, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, yo, Bro, ich hab nicht gelacht. Falls ihr noch neu auf diesem Kanal sein solltet, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo dafür, mehr Nicht-Lachen-Challenges. Perfekt, ich würde sagen, reden wir nicht drum. Fangen wir an mit dem ersten Clip. Wearing number one for the Los Angeles traffic today is 9-year-old Tommy Douglas. Tommy has lived most of his life in the hospital after being born with a potato for a heart and will undergo a heart transplant surgery next weekend. He's about as big of a traffic kind. Fan as they come, so in partnership with the Grand Wish Foundation, both teams have agreed to come together and have Tommy run Okay, und darf jetzt einen Touchdown machen, oder was? And there he goes. Hey, let's go, okay. Look at him go. Was? Wow. This is really one of those heartwarming moments in sports where you just... Oh! Oh my God! That was... Ich heule, Alter, ich heule, was? Wir haben also ein Football-Team, ja? Zwei Football-Teams, die gegeneinander spielen und ein Kind wurde irgendwie, ich glaube, das ist ein Sketch so, ein Kind wurde extra auf den Platz geholt, damit es einen Touchdown machen kann oder so. Dann läuft dieses Kind also wirklich über den Platz so richtig slow-mo und auf einmal kommt der Typ und rammt das Kind einfach weg. Bro, der will echt um jeden Preis nicht verlieren. Stellt euch einfach mal vor, das wäre kein Sketch, sondern das wäre in echt, Alter. Okay, mein erster Clip und ich bin schon raus. Perfekt, Leute, er startet sehr gut. Das gerade, das war übrigens kein Lachen, das war Kieferübungen. Zweitere Klippe. Okay, wir haben einen Typen noch im Boot. It don't go down. Ja, anscheinend soll es noch weg abgehen. No, it don't. Oh! Wir haben zwei Typen, die mit einem Boot fahren, ja, die fahren da auf irgend so eine, ich weiß nicht, auf irgendeinem Kanal, fahren da eben entlang und der eine Typ sagt auf einmal die ganze Zeit so, ey, es geht da bergab. Der andere meint die ganze Zeit so, na, Bro, lass chillen, da geht's nicht bergab, wir sind auf einem Kanal oder sonstiges, aber auf einmal kommt da wirklich so ein Wasserfall. Ohne Witz, Mann, Leute, was würdet ihr in dieser Situation machen, ey? Fahrt niemals mit diesem Typen Boot. Clip Nummer 3, gehen wir zu Clip Nummer 3. Okay. Basketball ist am Start, bruh. Okay. Muss los. Ich habe mit allem gerechnet, okay? Ich habe damit gerechnet, dass einer von diesen Typen ausrutscht, dass irgendwie jemand einen Korb werfen will und nicht trifft oder so, dass irgendetwas mit diesen Basketballspielern passiert, aber nein! Er wirft den Ball gegen den Kopf von dem Mädchen. Okay, alles klar, perfekt zusammengeschnitten. Sehr, sehr gut, Mann. Ich hätte lachen können, aber man kennt mich, Mann. Nie am Lachen, Leute. Okay, was kommt jetzt? Ich musste lachen, wo noch nicht mal irgendwas war. Pizza time. I'm not paying for those. Was ist das? Wir haben irgendeinen Pizzalieferanten. Ja, dieser Pizzalieferant fährt irgendwie mit seinem Auto mit komplett dummer Musik um die Gegend. Steht dann an einem Haus, okay? Und anstatt, dass dieser Typ die Pizza ausliefert, ist auf einmal der Schauspieler von Spider-Man da in der Szene. Ich glaube, das ist sogar im Film, wo er sagt, Pizza ist hier. Und auf einmal ist der andere Typ eine Frau und sagt, er will nicht bezahlen. Wieso lache ich bei sowas? Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr schon gelacht, habt ihr noch nicht gelacht, Mann, denn wir machen einfach direkt wieder weiter, okay, wir ignorieren das Ganze. Clip Nummer, welchen Clip sind wir? 5, 6, Clip Nummer. Okay, wir haben ein Bett, eine Decke, was kommt jetzt? Es kommt irgendein Jumpscare oder so? Bulldog. Ach, ein Hund.
Hund, Digga. Ein Hund. Okay, okay. Frag mich nicht, was der Hund da unten macht. Frag nämlich nicht. Perfekt, Leute, ihr merkt schon wieder, ich bin heute echt sehr, sehr gut mal wieder beieinander. Wenn einer in Nichtlachen wirklich jedes Mal gewinnt, dann ganz sicher nicht ich. Aber wir kommen zum Grande Finale, okay? Wir gucken jetzt einfach mal, was jetzt noch kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schauen wir doch einfach mal. Let's go. Film ab mit dem letzten Clip. Okay. Baby. You got mail. Perfekt. Ja, alles klar. Ich fahre auch jedes Mal mit meinem Auto gegen den Briefkasten. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall jetzt ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gelacht habt bei dieser kleinen Folge von Versuche nicht zu lachen. Hier geht es noch zum letzten Video. Checkt das auch noch ab. Dankeschön fürs Zuschauen und ja. Wieso seid ihr noch hier? Ich hab doch gesagt, letztes Video. Okay, das wird jetzt unangenehm.